und Servus miteinander. Heute geht's um Kindermesser. Ich habe selber 4 Kinder, 3 Jungs, ein Mädel. Und was die alle nutzen, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns mal die guten Stücke an. Und als kleinen Tipp, bleibt bis zum Schluss. Da kommt ein Special Guest und der zeigt euch ein ganz spezielles Messer. Mein persönliches Highlight. So, und dann möchte ich euch zuerst mal zeigen, was hatte ich denn als erstes Messer. Und als allererstes Taschenmesser hatte ich von meinen Eltern bekommen ein wunderschönes Wenger. Ihr seht, die Griffschalen ziemlich runter, aber ja, 80er bis heute ist eine lange Zeit. Und ich freue mich total, dass ich das immer noch habe. Und wir hatten das damals gekauft, oder ich hatte es damals bekommen, beim Schloss Neuschwanstein in so einem Kiosk oder was es ist, wenn man da hochläuft. Dazu noch einen kleinen Wanderstock mit so Plaketten, die man von der hat draufnageln können. Und es war einfach ein tolles Teil. Was hat man vor allem gebraucht? Und zwar natürlich, klar, die Klinge. Ja, die sieht auch dementsprechend aus. Ja. Man hat gebraucht die Säge. Das war eigentlich fast das Wichtigste. Ja, um irgendwelche Haselstöcke abzusägen und so weiter. Damals durfte man das noch. Ne? Und natürlich auch die Schere, damit man sich hat gleich ein schönes Pflaster abschneiden können, wenn man sich so ein bisschen verletzt hat. Jo, das war so das Erste. Dann habe ich natürlich als Kind der 80er, wie kann es anders sein, ein Rambo-Messer gehabt. Überlebensmesser, hier ganz schön mit einen schönen Kompass. Das Ding ist definitiv nicht kindgerecht, deswegen tun wir das definitiv wieder weg. So, und jetzt schauen wir uns aber mal an, was waren so die ersten Messer meiner Jungs. Meiner zwei großen zumindest mal. Und zwar war das jeweils ein Opinel. Warum Opinel? Opinel, die Dinger sind einfach scharf. Und ein Kindermesser muss einfach scharf sein. Das minimiert einfach auch die Verletzungsgefahr. Zudem haben wir hier eine wunderbar abgerundete Klinge. Und das ist halt dann auch nochmal so ein bisschen Sicherheitsfaktor, gerade wenn die Kleinen dann so ein bisschen anfangen damit zu schnitzen. Ja, und man kann sich eben nicht gleich irgendwie aufbohren damit. Zudem war mir wichtig, dass hier einfach auch eine Möglichkeit gibt, diese Klinge zu verriegeln, ja, und Opinel typisch drehe ich hier an diesem Rädchen und dann habe ich und dann ist das Ganze eben fest verriegelt. Zudem hat das Ding natürlich auch noch eine Pfeife und die funktioniert einwandfrei, kann einem aber auch ziemlich auf die Nerven gehen. Ne? Also überlegt euch das. Und der Vorteil ist auch noch, wenn man mehrere Kinder hat, so wie ich. Ich habe 4 Kids. Dann sollte eine gewisse Farbauswahl möglich sein, weil ansonsten gibt es nur Ärger, wer jetzt welches Messer hat oder welches Messer jetzt wem gehört. Und so kann man es eben dann wunderbar unterscheiden. Und dann weiß man genau, das gehört dem einen, das gehört dem anderen. Die Dinger sind wirklich top. Mein Großer benutzt es nicht mehr, ist ein Kindermesser. Ja, der ist jetzt 14, kann ich nachvollziehen. Ich find's cool. Ich glaube, ich schwatz ihm das Blaue hier einfach ab. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ja, wenn wir über Kindermesser sprechen, an welchem Messer kommt man einfach nicht dran vorbei? Ganz klar, am Schnitzel. Und auch hier haben wir wieder 2 verschiedene Farbvarianten. Hier haben wir einfach von vornherein schon mal den Vorteil, es ist ein feststehendes Messer. Das liegt sogar mir wirklich gut in der Hand. Und bei den Kids, also ist es wirklich so, dass die wirklich toll in der Hand haben. Hier vorne auch dieser Abrutschschutz, der ist absolut in Ordnung. Die Dinger sind wirklich scharf. Ja, könnte man mal wieder nachschärfen. Also die Dinger sind wirklich scharf. Ich finde, man sieht auch diese Kratzer nicht, weil es halt schön stonewashed ist.
Und das ist so der erste Weg für die Kids, ja, outdoor ein richtiges Messer feststehen. Ne? Man kann es auch zum Säubern dann eben auch aufmachen mit einem Torx, weil ja, bei den Kids, da läuft dann hier halt zwischen die ja, Griffschalen vielleicht doch mal irgendein Sabber, Saft oder sonst irgendwas. Dann kann man das wegmachen. Man hat eine schöne Kydex-Scheide mit dazu und sie können das eben auch super hält. Ne? Da wackelt nichts, da fällt nichts raus. Und sie können sich das wie der große Papa schön an den Gürtel stecken. Und deswegen das Schnitzel Du. Ein wunderbares Messer. Gerade so für die Kleinen, so, ja, so ab 6 Jahren sowas, würde ich sagen, kommt das einfach in Frage. Da in dem Alter haben es meine bekommen. Dann natürlich, was darf auch nicht fehlen? Es darf nicht fehlen ein Victorinox. Und dieses Victorinox, das ist das Evolution-Serie, ne? Kinder. Ne? Man erkennt es natürlich wieder hier auch wieder an dieser abgerundeten Klinge. Und auch hier feststellbar, hier mit diesem, ja, ja Liner-Lock ist es. Ne? Was ist denn? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Man drückt hier und man kann es zuklappen. Und wenn man es aufklappt, ist es eben auch festgestellt. Finde ich allerdings, also das Messer ist toll, na, ohne Frage, ist ein richtig tolles Messer, hat sämtliche Funktionen, Säge, Schere und. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd finde, deswegen kann ich das jetzt wirklich nicht so empfehlen, weil wenn die Kids na, das Ding in der Hand haben und hier schnitzen und dann Druck ausüben, dann drücken die mit dem Daumen auf diese Verriegelung hier. Und dann klappt das halt wieder zu und dann schneiden sie sich auf. Also bringt die ganze Verriegelung nichts. Also das könnte man einfach auch weglassen. Finde ich jetzt nicht so optimal. Da finde ich halt wirklich die Opinels oder die Schnitzel wesentlich besser. Dann hat mein Kleiner jetzt gerade bekommen. Ja, irgend so ein No-Name-Messer, aber eben auch hier mit einer abgerundeten Klingen. Wir waren beim Einkaufen, er hat es gesehen im Spielzeugladen, wollte das und dann hat er es eben gekriegt und das Ding, ja, ist nichts Besonderes, ist aber auch ganz cool, also ja, vom Grip her und so weiter, es ist mit Sicherheit nicht schlecht und wenn man jetzt anfängt zu schauen mit den Kindern, ist sowas auch vollkommen in Ordnung. Aber Vorsicht, hier halt nicht feststellbar die Klinge, ja, es kann halt zuklappen und dann habe ich halt meine Finger drin und dann macht es Aua. Damit es nicht Aua macht, habe ich für meine Kids, also nicht für den Großen jetzt oder sowas, aber wenn sie damit anfangen, mit Messern umzugehen und klar, man erklärt es ihnen immer schön weg und wie man schnitzt und so weiter und so fort. Aber bis sich das, sage ich mal, so ein bisschen verinnerlicht, na, da fließt schon der ein oder andere Tropfen Blut und ich bin halt der Meinung, ja, das muss ja nicht unbedingt sein, wenn man es vermeiden kann. Und vermeiden kann man das Ganze mit so einem ja, Handschuh. Ja. Und das ist echt ganz cool, weil diese Dinger, ja, sollte ich vielleicht auch öfters mal anziehen, weil und mein AK-1, das ist echt scharf, ne? Da passiert nichts. Und das finde ich total genial. Da kann ich sagen, komm, schnitz. Und ich weiß, da fließt kein Blut. Und das ist schon mal ganz cool. Ja, es wird der eine oder andere sagen, ah, die Kinder müssen sich mal schneiden, damit sie es erstmal richtig merken. Pah, nee, finde ich nicht. Ich will nicht, dass sich meine Kinder schneiden. Na? Jo. Dann gehen wir mal noch mal ein Stück weiter. Jetzt ist mein Großer 14. Jetzt hat er dann mal vor einem Jahr oder sowas von mir so ein Messer bekommen von Ed Mahoney. Jetzt muss man natürlich diese Kindermesser dann halt irgendwann mal sagen, okay, der ist jetzt dann 13 gewesen. Ja, der will jetzt nicht mehr mit einem Schnitzel-Du hantieren oder mit einem abgerundeten Victorinox oder sonstiges. Drum hat er ein normales Victorinox, ein Tinker bekommen. Und hatte dann letztes Jahr dann eben auch noch von Ed Mahoney so eins bekommen. Das ist jetzt auch keins, mit dem er dann hat draußen rumrennen dürfen, aber wenn wir halt gemeinsam im Wald waren oder sowas, dann hat er halt ein gescheites Messer gehabt, das halt
ja, kein Kindermesser mehr ist in diesem Sinne. Und was hat er auch noch wollen? Jetzt ist er 14 geworden, jetzt wollte er ein großes Messer, das halt auch dementsprechend ausschaut. Und jetzt hat er halt noch ein Wolfgangs bekommen, das Hunter. Das kostet 20 Euro, hat einen 420er Stahl. Das ist absolut top, das sieht cool aus, das schneidet gut und hat einen vernünftigen Griff, der so gummiert, man kann nicht abrutschen. Ich finde das echt ganz cool, das liegt gut in der Hand und da ist er jetzt happy. Auch dieses hier, aber auch mit 14. Na, natürlich darf er das nicht draußen so mit sich führen, sondern das ist bei mir hier unten immer im Verschluss. Und wenn wir gemeinsam rausgehen, dann nimmt er dieses Ding hier mit. Ich meine, der ist 14. Na? Wie gesagt, da bin ich mit anderen Dingern rumgerannt. Na? Ja, das ist so mal das, was meine Kids noch haben. Mein zweitgrößter, der ist jetzt 11 und der bekommt dann irgendwann noch das gleiche hier von Wolfgangs als Kindermesser. Das heißt, es ist dann vorne eben abgerundet. Das ist aber momentan eben oder seit längerem nicht lieferbar. Jo, da muss er jetzt einfach mal warten und dann halt leider das da ja weiter benutzen. Na? Jo, und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns nochmal einen Special Guest an, der euch ein ganz besonderes Messer vorstellt. Und dazu wünsche ich euch auch nochmal viel Spaß. Hi, mein Name ist Benedikt. Das ist ein Tassenmesser. Damit kann man nitzen. Das ist eine Säge. Damit kann man sägen Holz auf. Und das ist ein Würfel. Damit kann man die Suppe aber aufwürfeln. Das ist ein Flaschenöffner, damit kann man die Deckeln wegmachen von der Flasche. Das ist eine Bagel, damit kann man essen. Das ist eine Lupe, damit kann man besser sehen. Daumen nach oben.